Hallo allerseits. Ja, dieser Automower, der ist zwar preiswert, aber der ist nicht ganz billig. Wenn der den ganzen Tag an der Straße herumfährt, dann ist natürlich die Gefahr gegeben, dass der bei irgendwelchen ungebetenen Besuchern Begehrlichkeiten weckt. Deshalb hat Husqvarna den Automower mit verschiedenen Diebstahlsicherungssystemen ausgestattet. Eins davon haben wir gerade gehört. Wenn der Mäher nämlich angehoben wird, dann schreit er Zeter und Mordio. Die wichtigste Schutzmaßnahme ist wohl, dass das Gerät durch einen PIN-Code gesichert ist. Gibt man diesen PIN-Code mehrfach falsch ein, wird der Automower für einige Zeit gesperrt. Für einen Dieb dürfte es also schwierig sein, per Versuch und Irrtum einfach so herauszubekommen, wie der richtige PIN-Code ist. Und ohne PIN-Code ist das Gerät mehr oder weniger wertlos. Im Menü des Mähers kann man die Empfindlichkeit der Diebstahlsicherung in 3 Stufen oder auch manuell einstellen. Ich persönlich denke ja, wenn man das Ding nicht gerade in verschlossenen Räumen betreibt, dann sollte man das ruhig auf hoch stellen. Der einzige Nachteil ist, dass man dann immer den PIN-Code eingeben muss, wenn man die Klappe des Mähers öffnet. Da das nicht zu häufig vorkommt, finde ich das schon okay so. Wenn der Automower mit einem GPS- und Connect-Modul ausgestattet ist, dann kann er seinen Benutzer über eine App informieren, wenn irgendeiner dieser Alarme auftritt. Außerdem ist es dann möglich, eine geografische Eingrenzung zu definieren. Verlässt der Mäher diese geografische Eingrenzung, dann wird der Benutzer darüber informiert und er kann in der App nachsehen, wo sich der Mäher gerade befindet. Wenn man bei der Eingangssequenz genau hinhört, dann hört man neben dem Alarmton des Mähers auch den Alarm von 2 Android-Geräten.